Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns folgende Mod an. Nämlich die Este-Meno-Suchus-Mod. Ein sehr außergewöhnlich aussehender Fleischfresser mit einem, ja, Hörner kann man das nicht nennen, das ist ja schon quasi ein Geweih, ne? Und sehr, sehr langen Zehen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Fleisch gefressen hat. Aber mit den Zehen gehe ich eigentlich davon aus, weil der hat hier auch so richtige Fangzähne, mit denen er dann seine Beute festhält. Das sollte eigentlich ein Fleischfresser sein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Infos über den Este-Meno-Suchus habt. Ich habe davon nämlich vorher noch nie was gehört. Aber ich fand die Mod sehr interessant. Habe mir gerade mal den Wikipedia-Artikel grob durchgelesen. Und ja, fand ich richtig cool. Und auch die Mod sieht mega nice aus. Dieser kommt für den Nasuto Ceratops ins Spiel. Deswegen macht er auch sehr, sehr coole Geräusche. Oh, der sieht echt interessant aus, muss ich sagen. Also alles an dem ist total anders als bei anderen Tieren. So ein richtiges Monster, so eine richtige Mischung. Also diese scharfen Zähne, dann hier der Kopf mit diesen... Ja, was ist das? Ist ja auch schon fast wie so ein Panzer, ne? Denke ich mal. Dass das so ähnlich ist wie der Nackenpanzer von dem Triceratops. Das ist wahrscheinlich irgendwas Verhärtetes hier. Knochen oder so. Dann das Geweih da oben. Und diese Augen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, dass die Mod nicht so hochauflösend ist. Das seht ihr hier ganz gut. Aber man zoomt ja in der Regel eh nicht so nah ran an die Dinos. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Weil das Model an sich sieht echt cool aus. Gerade auch vom Weiten. Nicht schlecht, wenn man dann mal so einen Säugetierpark oder so machen möchte. Da passt der natürlich auch wunderbar mit rein. Wir lassen jetzt aber nochmal einen weiteren frei. Mit einem anderen Skin. Der Schrei ist halt echt cool von dem Nasuto Ceratops. Passt irgendwie zu dem Tier. Farblich ist der Skin jedenfalls ein bisschen anders. Mehr so weiß und mehr orange, glaube ich. Also so knalligere Farben. Aber nur minimal. Boah, hier ist gar kein Orange drin im Körper, ne? Oder nur so ganz, ganz leicht. Und hier sieht man das schon sehr stark, gerade hier unten. Ich finde, der passt auch richtig gut in diese Schneelandschaft. Ich habe den jetzt auch nochmal schreien gehört. Sieht echt interessant aus. Und die dürften jetzt eigentlich alle wie so süße Hündchen da zum Futter rennen. Dann können wir den nochmal beim Fressen zusehen. Die ganzen Skins, die variieren auch. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch nochmal einen anderen freigelassen. Der ist viel, viel dunkler. Sieht aber auch echt richtig cool aus von der Farbe. Irgendwie finde ich die so ein bisschen süß, muss ich sagen. Auch wenn die eigentlich gruselig aussehen. Aber auch irgendwie süß. Ich finde das immer wieder beeindruckend, was mal für Lebewesen so auf unserer Erde gelebt haben. Also falls ihr noch ein paar mehr Infos zu dieser Kreatur habt, dann gerne in die Kommentare damit. Die Mod ist übrigens von diesem Mod-Ersteller.
und ist natürlich unten für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr die runterladen und mal selber ausprobieren. Und zu guter Letzt schauen wir uns den Estemenosuchus auch nochmal im Kampf an gegen einen Majungasaurus. Das ist natürlich ein Kampf, der so niemals in echt stattgefunden hat. Aber wir machen es möglich. Okay, die Hit-Animation trifft schon mal leider nicht ganz. War leider sehr weit entfernt noch. Aber das ist ja tatsächlich auch oft der Fall bei den richtigen Dinosauriern von JWE. Also finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Okay, der Knockout sah dafür richtig cool aus. Nice. Wie er geflogen ist. Okay, Leute, ich habe gerade noch mal so ein bisschen gegoogelt. Und das soll wohl wirklich ein Pflanzenfresser gewesen sein. Hammer, ne? Dann frage ich mich ja, ob wirklich diese Zähne, die jetzt hier bei der Mod zu sehen sind, ja, akkurat sind mit dem gefundenen Skelett. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der mit dem Gebiss ein Pflanzenfresser war. Also ich bin wirklich sehr gespannt über eure Kommentare und eure Infos über dieses Lebewesen. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aber jetzt schauen wir uns gleich nochmal die coole Kill-Animation in Zeitlupe an, würde ich sagen. Kämpft jetzt hier gerade gegen einen Metriacanto. Wir machen Zeitlupe an. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er gleich fliegen wird. Das ist ja auch mal so ein bisschen random. Ich hoffe, er fliegt jetzt richtig schön weit. Er nimmt auf jeden Fall gut Anlauf. Und mit einem kräftigen Stoß. Das sieht so cool aus. Befördert er ihn hier einmal um die eigene Achse zu Boden. Und ja, Leute, das war die Estemenosuchus Mod. Eine wirklich sehr, sehr interessante Mod von einem super interessanten Urzeitlebewesen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.